Kaum eine Reise wurde je so minutiös geplant, aber angesichts des Alters der Reisenden war auch einige Vorsicht geboten. Die Kirche von Heuersdorf ist 750 Jahre alt. Ihren 751. Geburtstag wird sie 12 Kilometer weiter weg feiern, in der Ortschaft Borna. Jahrhundertelang war die Kirche der Mittelpunkt von Heuersdorf, einem Ort, der einmal mehr als 300, zuletzt aber nur noch 60 Einwohner hatte. Die Bagger des Braunkohlebergbaus fressen sich an den Ort heran und werden ihn in 3 Jahren verschlungen haben. Jetzt wurden eigens Behelfsbrücken aufgeschüttet, denn den Druck des 1000 Tonnen schweren Kirchentransports hätte keine normale Brücke ausgehalten. Auch manche Straße musste man noch zusätzlich verstärken. Kostenpunkt der Aktion: 3 Millionen Euro. Ich hätte das verstanden, wenn der Ort umgesetzt worden wäre. Abtragen und wieder frisch aufbauen, das ist billiger. Der Abriss und Wiederaufbau wäre teurer gewesen. Also die Stimmen, die da sagen, das ist sinnlos und Geldverschwendung und vieles mehr, den spreche ich dann auch ab, in die Frauenkirche zu gehen. Der große Weg der alten Dame. 2 Flüsse, 2 Bahnübergänge gilt es zu überwinden. Und so manche Engstelle, an der es nur mehr im Schritttempo weitergeht, statt der üblichen 2 bis 3 Stundenkilometer. Eine Attraktion für die Zuschauer, aber für die Heuersdorfer auch der wehmütige Abschied von der Kirche im Dorf. Unsere Heimat ist weg. Wir haben nichts mehr. Ist nicht so einfach, lassen Sie mal sein. Und vor allem in unserem Alter. 6 Tage hat die Fahrt gedauert. Heute hat die Kirche dann ihr Ziel erreicht. Sie kommt in Borna neben der angestammten Kirche zu stehen. Wenn die Wände der einen reden könnten und die Wände der anderen Ohren hätten, dann gäbe das eine sehr lebhafte Konversation.